Hey, schön, dass du hier bist. Ich würde dir super gerne hier an Tag 1 eine Denkweise mitgeben, die wir von Perspective hier The New Way of Marketing nennen. Und diese neue Denkweise wird einfach dazu führen, dass sich alles, was in Zukunft in Sachen Marketing, in Sachen Verkaufen, in Sachen Neukundengewinnung, alles, was du da tust, dass sich da plötzlich alles super, super einfach anfühlen wird, es dir phänomenale Ergebnisse erzielen wird. Und vor allem das Schöne ist, du musst da gar nicht so viel neu lernen und kannst es alles super schnell umsetzen. Pass auf, um da direkt zum Punkt zu kommen, lass mich dir eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, stell dir vor, du gehst in einen Anzugladen, okay, und willst dir einen neuen Anzug kaufen. Oder für die Frauen vielleicht für euren Freund oder für euren Mann. Und ihr geht da rein und dann seht ihr diesen Verkäufer. Und dieser Verkäufer, der seht ihr direkt auf den ersten Blick, das ist jemand, der Anzüge lebt. Das ist jemand, der Mode lebt, das ist so ein Typ, der hat selber so einen ganz verrückten Anzug, hier vielleicht mit Einstecktuch, hat vielleicht so eine bunte Brille, eine crazy Frisur und ihr seht einfach, der Typ, der lebt einfach diese Anzüge. Und der kommt auf euch zu und der berät euch dann und sagt dann so, hey, hier Peter, pass auf, dreh dich mal noch ein bisschen. Oh, der Anzug, der müsste hier 2 Zentimeter länger sein. Warte, ich suche ihn hier raus, ich suche ihn raus. Oh, hervorragend. Ja, warte, ja, pass auf, ticken heller noch, ticken heller. Und dann am Ende heißt es, Peter, du siehst großartig aus. Und bei diesem Anzugverkäufer, da merkt einfach jeder, dem geht es einfach darum, hier unserem Peter die absolut beste Anzug-Experience zu verpassen, also den absolut besten Anzug rauszusuchen, den er jemals getragen hat. Und ich gebe noch ein anderes Beispiel, das ist tatsächlich ein reales Beispiel von mir. Ich war hier in Berlin, war ich mal mit 7, 8 Freunden war ich in einem Restaurant hier in Berlin-Prenzlauer Berg und das war ein Restaurant von einem Franzosen, der sein ganzes Leben in Japan gewohnt hat. Und der hat jetzt hier in Berlin ein Sushi-Restaurant aufgemacht. Und normalerweise ist es so, wenn du in ein Restaurant kommst, der Kellner kommt, verteilt die Karten und jeder guckt erstmal in die Karte. Bei ihm war es anders. Er hat erstmal ohne Witz die ersten 15 Minuten hat er verbracht, die ganze Karte zu erklären. Wirklich im Detail. Hat angefangen, pass auf. Das hier ist ein spezieller Heilbutt, der kommt aus dem Norden von Norwegen. Da wird hier morgens frisch eingeflogen, da wird in Scheiben filetiert, da kommt ein bisschen Koriander oben drauf. Pah, hervorragend. Oder, pass auf, für die Vegetarier unter euch, da haben wir hier auch ein bisschen, zack, 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 das ist ein ganz spezieller Reis. Der kommt aus dem Süden von, weiß ich woher, und das wird noch ein bisschen gewürzt mit dem hier. Hervorragend. Und 15 Minuten lang hat er halt mit einer Leidenschaft diese Karte erklärt. Und am Ende waren wir so, boah, keine Ahnung, empfiehl uns irgendwas. Er meinte, ja, gar kein Problem. Wir nehmen dann, pass auf, ich mache auch hier eine große Platte fertig, von dem ein bisschen etwas. Man nimmt hier noch 2 von denen und dann ist super. Wir so, okay, ja, mach mal. Wir haben tatsächlich an diesem Abend mit 7 und 8 Leuten dort ungefähr 600 Euro gelassen. Aber nicht, weil er jetzt ein besonders guter Verkäufer war. Oder weil er irgendwelche tollen Marketingmethoden und Tricks gehabt hätte, dass wir jetzt besonders viel bestellt hatten, dass er noch irgendwie den Upsell und irgendwelche Strategien da angewandt hätte, sondern bei ihm war es einfach der pure Wille, uns die beste Sushi-Experience zu verpassen, die wir in unserem Leben gehabt haben. Warum sage ich das? Warum erzähle ich diese Geschichten? Weil jeder, glaube ich, merkt, dass hinter dem Anzugverkäufer oder diesem Restaurantbesitzer, die haben kein klassisches und so wie ich es nenne, Old Way of Marketing gelernt. Old Way of Marketing, da verstehe ich halt alle möglichen Strategien und Tricks, um irgendwie jemanden dazu bekommen, seine Dienstleistung zu verkaufen. Irgendwelche Fake-Einwandbehandlungen oder irgendwelche Fake-Verknappungen, so wie es halt in ganz vielen Marketing ganz üblich der Fall ist. Dabei, wenn wir uns halt einmal darauf besinnen, so was wir eigentlich selbst an unserer Dienstleistung so gerne machen. Weil auch du machst deine Dienstleistung nicht umsonst. Du hast dir nicht umsonst das ausgesucht, was du gerade machst. Irgendwas scheint es da zu geben, weil du hättest auch was anderes machen können. Aber du machst genau das, was du tust. Und wenn du dir jetzt einfach mal überlegst, warum machst du das eigentlich? Was kickt dich eigentlich an dem, was du machst? Was machst du da eigentlich besonders gerne dran? Oder vielleicht sogar, falls es bei dir der Fall ist, falls du da eine Antwort drauf hast, mit welchen Leuten, mit welcher Zielgruppe arbeitest du eigentlich am allerliebsten zusammen? Und warum möchtest du vielleicht dieser Zielgruppe genau dieses Resultat liefern? Also was ist das dahinter, was dich eigentlich so bewegt?
Und wenn du da bist und genau darüber erzählst, dann bist du plötzlich auch in so einem Modus, wie es der Anzugverkäufer ist oder wie es der Restaurantbesitzer ist. Denn die müssen nicht verkaufen. Die haben auch nicht im Krampf irgendwie überlegt, wie sie die nächste Marketing- und Sales-Methode irgendwie einführen, sondern sie waren einfach im Fluss, sie waren einfach im Flow, weil sie genau einfach 100% ehrlich waren, dann gar kein Fake dabei war und einfach jeder gespürt hat, dass mir der Restaurantbesitzer die beste Sushi-Experience einfach wirklich liefern wollte. Und wenn du dich in deinem Marketing einfach mal fragst, okay, was ist es eigentlich, was ich eigentlich so gerne mache an dem, was ich da tue? Oder was sind die Menschen und warum möchte ich diesen Menschen eigentlich dabei helfen? Warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich mich dafür entschieden? Und genau das in deinem gesamten Marketing mal probierst zu kommunizieren, dann bist du plötzlich im New Way of Marketing drin. Da brauchst du ein bisschen Mut, wirklich. Ja, aus sehr viel, was man vielleicht gelernt hat, einfach mal loszulassen, sich einfach mal trauen, komplett authentisch, komplett echt, einfach mal das rauszulassen, was in einem drin ist. Aber wenn wir das schaffen, dann schaffen wir Marketing, was sich extremst gut anfühlt, was einfach authentisch ist und was so gut funktioniert, wie ja, der Old Way of Marketing niemals eine Chance hat zu funktionieren.